Meine Damen und Herren, wir hier im Neo Magazin Royal spielen schon seit vielen Jahren Entscheide dich mit unseren Gästen. Und wir wissen natürlich, dass das zu den Lieblingsspielen unserer Zuschauer zählt. Und weil wir dieses Jahr noch kein Weihnachtsgeschenk für Sie haben, letztes Jahr haben wir Ihnen ja das Neo Magazin Royal Game geschenkt. Davor die erste Version des Neo Magazin Royal Games. Haben wir uns gedacht, auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen was in den Stiefel tun. Wir haben uns entschieden, von Ihren Rundfunkgebühren ein kleines bisschen kreativ zu werden und Ihnen Entscheide dich als Facebook-App zu schenken. Ist das was? Ist das was kostenlos als Geschenk für alle Facebook-Fans? Entscheide dich, die App. Das Spiel gibt es ab sofort kostenlos auf unserer Neo Magazin Royal Facebook-Seite. Und komm her, um die Leute mal so ein kleines bisschen anzuheizen, spielen wir zwei jetzt Entscheide dich. Und wir spielen Entscheide dich in der Tennis-Version, weil wir zwei sind echte Tennis-Cracks. Das stimmt, ja. Man sieht es an unseren Armen, man sieht es an unserer Physiognomie. Wir sind echte Tennis-Fans, wir sind Boris Becker-Fans. Andrea Petkovic war letztens hier. War sehr gut. Steffi Graf, riesen Steffi Graf-Fan. Ja. Die macht es genau richtig. Die macht das Gegenteil von Boris Becker. Ja. Immer das Gegenteil, das ist völlig richtig. Bescheiden bleiben, einfach zu Hause sitzen, Nudeln kochen und sowas, ne? Genau. Ja. Erfolgreiche Werbemanagerin. Soll ich hier reingreifen? Greif einfach rein. Ja, okay. Zieh dir eine, ich hole mir auch eine raus. Nur Tennisfragen. Mhm. Bei dem entscheide ich bei Facebook natürlich ganz viele verschiedene Fragen. Was hast du denn? Würdest du lieber bei den US Open abkacken oder bei Wimbledon ausscheiden? Also ausscheiden und abkacken? Beides mit Scheiße, ne? Ja, das lieben die Autoren, ne? Aber deswegen. Sind auch viele bei der Facebook-App auch viele Scheiße-Fragen drin, viel untenrum, viel Pipi-Kacker. Das lieben auch die Deutschen. Lieben die Autoren? Das lieben die Deutschen, das wissen wir. Und von daher gesehen haben wir das jetzt. Musst du das jetzt eigentlich beantworten? Du musst es beantworten. Du hast es doch gezogen. Bist du bei OS abkacken oder Wimbledon ausscheiden? Guck mal, jetzt ganz kurz, jetzt sieht man hier sogar, du bist so ein Sockentyp mit so exzentrischen Socken, wie so ein Start-Upper, wie so ein Gründer von Die Hülle der Löwen, Alter. Ich hab so ein Socken-Abo. Von Jokos, Socken. Ich bin der Kunde von Jokos Socken-Abo. Genau. Du bist der Kunde. Ich bin der Kunde. Ja, ich würde gerne in Wimbledon ausscheiden auf dem Platz. Wärst du lieber der Lover von Martina Navratilova oder der Stecher von Michael Stich? Ist nicht Martina Navratilova lesbisch? Das stimmt. Famously lesbisch. Ja, genau. Mach ich wieder hetero. Ja, okay. Polen. Der Stecher von Michael Stich. Habe ich in der Boris Becker-Doku gesehen, Michael Stich, das war mir gar nicht klar, was das für ein Drama war. Weißt du, warum Boris Becker gegen Michael Stich verloren hat? Warum? Weil Michael Stich so ehrfürchtig war, Boris Becker gegenüber. Die sind immer die ziehen sich immer gemeinsam in der Kabine um. Ja. Boris war schon voll im Tunnel und Michael Stich war dann ganz aufgeregend stolz und hat Boris umarmt und hat gesagt, ich freue mich toll, dass wir gegeneinander spielen. Ja. Und das hat Boris so rausgehauen, dass jemand ihn dann so mit Liebe überhäuft hat. Das hat mich bewusst und hat er verloren. Hat Boris verloren? Boris viel verloren Liebe. Gegen Michael Stich, weil Michael Stich ihn umarmt hat vorm Game. Mhm. Haben beide gesagt, sowohl Boris als auch Michael Stich haben gesagt, dass es daran gelegen hat. Und ich wäre gerne der Lover von Martina Navratilova. Weil oder die Loverin. Ich würde mich da auch hormonell und genetisch würde ich mich umpolen lassen. Ja. Damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Ich würde mich anpassen. Einfach so. Weil ich ein fairer Typ bin. Wer es glaubt. Ich finde es ganz schön, dass du heute mal in deinem Privatoutfit wirklich. Ja, das finde ich auch. Und das nicht mehr ganz sieht. Nee. Das ist echt toll. Ja. Ne, also irgendwie, dass so die Bauchmuskulatur so richtig gut durchkommt. Ja, genau. Wusstest du euch, dass das letzte Mal ist, dass dieses Studio jetzt hier auf dieser Seite so zu sehen ist? Wir bauen ein Studio um. Was kommt hier hin? Ein Jacuzzi? Da kommt ein Jacuzzi hin, ein Bällebad und eine Rutsche. Ja. Und so eine Lomi-Lomi-Massageliege, wo ich während der Sendung immer so achthändig massiert werde. Mhm. Von einem Oktopus. Ach so. Und eine kleine Teilleiterin, die mit den Füßen über dich drüber läuft. Ein Massage-Oktopus, speziell ausgebildet von der IHK Köln. Ja. Massage-Oktopus ist ein Ausbildungsberuf im Oktopus-Gewerbe. Und der kann auch gleichzeitig die nächste WM dann auslosen. Genau, Paul der Massage-Oktopus. Ja, genau, umgeschult. So, wärst du lieber die schlechteste, guck mal, wieder auch klein geschrieben, ich sag's immer wieder, auch im Fernsehen. Die Autoren sind so doof, die sind so doof. Wärst du lieber die schlechteste auf Gras oder die beste auf Koks? Wäre geil, wenn es Tennisplätze gibt, die komplett aus. Auf Koks. Er spielt auf Koks. Ja. Genau. Am besten ist auf Koks. Bin ich besser. Es gibt nur einen Platz, der Center Court in, keine Ahnung, in Kolumbien. Ja, genau. Komplett aus Koks. Hast du schon mal Kokain echt genommen? Ich habe
Was war denn das, was ich da genommen habe? Zigaretten. Ich war unglaublich lustig danach, aber am nächsten Tag habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Was war das? Kann sein, dass es auch immer, passiver Analsex. Was man mir hinstellt, das nehme ich durch. Nein, natürlich nicht, nein. Ich wäre gerne die Beste auf Koks, um es einfach mal auszuprobieren. Würdest du lieber mit Stephen Hawking Tennis spielen oder ich sehe was du nicht siehst, mit Stevie Wonder? Verstehe. Verstehst du das Witzschema, warum es da geht? Das finden Sie auch alles in der Facebook Entscheide-Dich-App, die übrigens nicht überprüft wurde vom ZDF-Fernsehrat. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass da keiner so genau drauf guckt. Haben wir eigentlich Facebook beim Fernsehrat? Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie BTX, habe ich jetzt gehört. Haben sie neu installiert, ein BTX-Terminal im ZDF-Fernsehrat. Mit so einem 2400 Bautmodem, das haut so richtig was durch die Leitung. Wissen viele nicht mehr. Dieses Geräusch kennen ja viele gar nicht mehr. Ach so, ja, das ist natürlich... Ich würde gerne, ich sehe, was du nicht siehst, mit Stevie Wonder spielen, weil ich den gerne mal kennenlernen möchte. Soll ein toller Sänger sein. Ja, sehr, sehr gut. Und Mundharmonika spielt er auch. Gibt es ja den alten Witz, ne, warum Stevie Wonder so gerne Mohnbrötchen isst? Weil da so schöne Geschichten draufstehen. Naja, gut. Machen wir mal weiter. So, wärst du lieber beim Tennis in Tunis oder beim Boccia in Kambodscha? Das ist eine schöne Frage. Ja. Das ist so irgendwie volkstümlich und so, da haben wir auch keine Probleme mit dem Fernsehrad. Tennis in Tunis. Wärst du lieber trotz Tennis arm oder dank Dritten Reich? Ja, verstehst du? Tennis arm? Dritten Reich, Tennis arm? Ja. Tja. Wenn Sie noch mehr solche geilen Fragen beantworten möchten, gehen Sie in die Facebook-App. Ich wäre gern trotz... Nee, ich würde nicht gern trotz Tennis haben. Das ist das Traurige an der Becker-Doku. Ja. Das ist gar nicht so die Karriere, sondern dass er jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie an Lilly hängt. Weil ich glaube, die ist wahnsinnig anstrengend. Lilly ist extrem anstrengend. Das sind gar nicht die Schulden, es ist gar nicht das kaputte Knie und die Hüfte. Es ist Lilly, glaube ich. Aber sie bringt das Geld nach Hause, ne? RTL, Quizshows, mit Pocher irgendwie sich in einem Container in der Wüste einsperren lassen und so. Klar, sie bringen die Kohle nach Hause. Ja, eben. Also von daher darf man nicht klagen. Und ich frage mich sowieso, wie das... Boris hat wahnsinnig viel, der hat Millionen verdient. Mhm. Und irgendwann hat er dann gemerkt, er ist nicht mehr liquide. Und er hat dann quasi einen Millionen Kredit aufgenommen. Ja. Der sich gerade irgendwie so abbezahlen lässt mit dem, was er so einfach verdient nebenbei. Aber hab ihn in der Doku gesehen, wie er irgendwie über Monte Carlo mit dem Helikopter geflogen ist und so. Da muss man doch von diesem Lifestyle irgendwie so langsam runterkommen. Da muss er nicht mit dem Helikopter durch die Gegend fliegen. Ja, aber der pokert doch immer irgendwo in Tschechien oder sowas. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was rein. Ja, aber ganz windige Typen. Und das ist auch ganz, ganz toll, daran merkst du, dass Boris ein echter Superstar ist. Sitzt im Helikopter und drückt die ganze Zeit auf dem Handy rum. Wenn ich im Helikopter sitzen würde, ich würde nichts anderes machen, als rausgucken und Angst haben. Und Boris einfach so wie im Taxi oder wie im Bus auf dem Handy einmal rumbringt. Ja, Helikopter interessiert mich nicht. Also ich nehme Tennisarm, aber aus Solidarität zu Boris. Das ist Entscheide dich, meine Damen und Herren. Schauen Sie noch mal den Abbinder dieses tollen Spiels an. Und dieses Spiel gibt es jetzt als Facebook-App für Sie von uns. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten. Tschüss.